Aus gegebenem Anlass habe ich mich heute dazu verpflichtet gefühlt, mit euch zu sprechen. Und zwar über die Ungerechtigkeit von Frontal 21. Und wenn ich eins nicht mag, dann ist es Ungerechtigkeit. Sir, Ihr Kaffee. Frisch gemahlener? Frisch gemahlener aus Kolumbien. Und die Milch? Frisch aus dem Kühlschrank. Was ist mit der frischen Koberindmilch? Aber Sir, Koberind... Ich will frische Koberindmilch. Sofort, Sir, sofort. Wie gesagt, ich mag keine Ungerechtigkeit. Und damit so etwas im Netz nicht mehr stehen bleibt, gründe ich heute mit euch The Nerdcheck räumt auf! Film ab! Für Kinder sind sie wie ein Sog. Spiele Seiten im Internet. Mädchen pflegen virtuelle Pferde, Jungen kämpfen gegen das Böse. Erstmal alles gratis. Doch um ein wirklich guter Mitspieler zu sein, muss man sich ausrüsten und Hilfsmittel kaufen. Die locken so, dass viele Kinder einfach zuschlagen müssen und Eltern hohe Rechnungen kriegen. Was erst kostenlos war, ist plötzlich teuer. Für die Spielebranche zählt das zu den erfolgreichsten Geschäftsmodellen. Und die Kinder zieht es immer tiefer rein in ihre Online-Parallelwelten, zeigt Olaf Lippegaus. Okay, es geht also um Free-to-Play-Spiele und ihren zusätzlich kaufbaren Inhalt. Das ist an sich nicht verwerflich. Okay, dass eine gewisse negative Einstellung dabei zu hören war, das kann man auch noch verkraften. Aber was mir nicht gefällt, sind die RTL-Methoden, die hier an den Tag gelegt werden, um den Zuschauer zu beeinflussen. Lola mag Pferde. Nur ganz selten geht sie wirklich reiten. Umso häufiger trainiert, pflegt und züchtet sie ihre geliebten Vierbeiner im Internet. Horse heißt das Spiel. Es geht darum, ein eigenes Reitzentrum aufzubauen. Die 12-Jährige taucht immer mehr ab in die virtuelle Pferdewelt. Habt ihr es rausgehört? Weniger reales Reiten, dafür mehr im Internet. Das gibt einem schon diese gewisse Grundstimmung, dass Internetspielen was Schlechtes ist, weil man verbringt ja viel mehr Zeit dann damit, als mit der echten Welt. Aber bei so etwas wie einem Browser-Game, was dieses Spiel tatsächlich auch ist, muss man sagen, dass das PC-Spielen einfacher ist, als ein Pferd sich in die Bude zu stellen. Dann wurden irgendwelche Hausaufgaben vorgeschoben, die am Rechner gemacht werden mussten. Oder sie musste irgendwas in ihrem Mailpostfach überprüfen. Und wenn das nächste Mal gucken kam, dann war die Seite von Horst schon wieder offen. Und nur ganz, ganz kurz, ich muss nur ganz, ganz schnell was machen. Ich muss das Pferd pflegen. Ich muss irgendwie was anderes regeln, sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes. Oh mein Gott, ein Kind, was lieber spielt, als zu lernen. Skandalös. Ich schätze, kein Einzelfall. Horse ist ein sogenanntes Free-to-Play-Spiel, eigentlich kostenlos. Doch nach einigen Wochen merkt Lola, dass sie bei dem Spiel nicht weiterkommt, wenn sie nicht sogenannte Pässe kauft, mit echtem Geld, 1,99 Euro pro Pass. Wie aber soll sie die bezahlen? Der Spielehersteller macht es ihr leicht mit einer 0900er-Nummer. Sie schnappt sich das Handy ihrer Mutter und geht einkaufen, 267 Mal. Also ich finde es fast schon kriminell, muss ich sagen. Also eigentlich ist es kriminell. Weil es sind Profis, die sich den ganzen Tag damit auseinandersetzen, solche Spiele zu gestalten, sich zu überlegen, wie machen wir das, dass die Leute möglichst viel kaufen, die Kinder möglichst viel kaufen. Und die verdienen ihr Geld damit. Und auf der anderen Seite sitzt ein junges Mädchen, das mit ihren Möglichkeiten eben das gar nicht überblicken kann, was da alles passiert, und wird da mitgerissen und ausgebeutet. Kriminell ist nur die Tatsache, dass dieses Mädchen ungefähr 250 Mal diese Nummer angerufen haben muss und die Mutter nichts mitbekommen hat. So wie Horst das jetzt praktiziert hat, kann man hier eigentlich nur von Trickserei sprechen. Also hier wird eine Scheinsicherheit suggeriert, weil ich nämlich als Elternteil, wenn ich mir solch eine Spieleplattform näher anschaue, weil ich sicher gehen möchte, dass mein Kind sich in einem sicheren Raum bewegt und ich sehe, dass eigentlich nur einmalig im per SMS etwas gekauft werden kann oder durch einen Anruf und danach geht nichts mehr über das Telefon, fühle ich mich natürlich auch als Elternteil schlichtweg betrogen. Wir fragen nach beim Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware. Keine Stellungnahme. Bäm, und schon wieder eine RTL-Stimmungsmacher-Szene. Und zwar wurde hier ein Interview verweigert. Also muss derjenige ja schuld sein, denn in jahrelanger Medienbeschallung haben wir ja gelernt, wer nichts sagen möchte, ist schuldig. Aber stellt euch selbst die Frage, würdet ihr, wenn ihr auf der Gamescom seid, RTL noch ein Interview geben wollen oder wäre euch das auch zu blöd?
Knapp 2 Milliarden Euro wurden 2011 in Deutschland mit Computerspielsoftware umgesetzt. 233 Millionen allein mit virtuellen Zusatzinhalten, wie etwa den Pässen bei Horse. Fast 100 Millionen mehr als noch im Vorjahr. Danke, Frontal21. Hier habt ihr einen großen Fehler gemacht, und zwar das ganze Bild zu zeigen. Indem man sogar sieht, dass ungefähr 2 Milliarden Gesamtumsatz in der Spielindustrie gemacht werden und nur 233 Millionen über zusätzliche Inhalte. Das heißt, das sind nicht mal 12%. Und dann von einem marktführenden Medium zu sprechen, finde ich ein bisschen heikel. Ine Pfeiffer beobachtet die boomende Branche seit Jahren, kennt die Tricks der Spieleentwickler. Früher haben die Entwickler nichts weitermachen müssen als schöne Spiele entwickeln. Und jetzt müssen die Entwickler den Verkauf dieser Items mit im Kopf haben. Also von vornherein müssen die das mit einplanen, dass sie die Spiele so machen, dass die Spieler dann in Situationen kommen, wo sie mehr oder weniger, nicht gezwungen, wo sie verführt werden, solche Items zu kaufen. Rine Pfeiffer, eine Frau, gefühlte Mitte 110, die mit allen Balsamierungsflüssigkeiten gesalbt wurde, ist jetzt für uns da, um endlich Aufklärung zu schaffen. Martin Weiser ist 14 Jahre alt und ein großer Fan von League of Legends, ein sogenanntes Multiplayer-Online-Rollenspiel. Zwei Teams mit je bis zu 5 Spielern treten gegeneinander an. Ziel ist es, das Hauptgebäude des gegnerischen Teams, den Nexus, zu zerstören. Bravo, Frontal21. Den Nexus zu zerstören ist das Hauptziel in diesem Spiel. Das ist die erste richtige Information, die er mir liefert. 1,5 Stunden. Wer sich vorzeitig ausloggt, bekommt Drohmails vom Anbieter Riot Games. Diese Mails bekommt man, wenn man halt von seinen Mitspielern reported wird. Da geht dann halt ein Bericht an Riot, dass man das Spiel frühzeitig verlassen hat. Und dann bekommt man an seine E-Mail-Adresse, mit der man auch den Account verknüpft hat, bekommt man eine E-Mail, wo drin steht, man wäre ein Feigling ersten Grades. Und wenn man das öfters macht, wird der Account halt für eine bestimmte Zeit gesperrt. Und auch hier macht ihr wieder den Fehler, den ganzen Brief zu zeigen. Ihr schickt wieder nur auf den Feigling ersten Grades, was vielleicht nicht die beste Umschreibung ist, um so eine Mail zu schreiben. Aber es ist auch ein bisschen witzig gemeint und man sollte das mit Humor nehmen. Wenn man nämlich den ganzen Brief wieder sieht, sieht man ganz klar, dass da die Spieler gebeten werden, darauf zu achten, da es ja ein Multiplayer-Spiel, wo jeder mitspielt, halt darauf zu achten, dass man nicht einfach weggeht oder von der Toilette, weil ein Spiel dauert halt 40 Minuten und man sollte das Spiel nicht anfangen, wenn man nicht vorhat, es zu Ende zu spielen. Bei Fehlern wird extra auch noch gesagt, dass wenn die Internetverbindung weggeht, dann ist das kein Problem. Sie helfen einem sogar und sie beten einfach nur darum, dass man fair den anderen gegenüber ist und die mit dir spielen, einfach zu Ende zu spielen. Bei Fußball geht auch nicht einer vom Platz oder Basketball. Oder beim Schachturnier steht einer auf und geht erstmal eine Runde kacken. Also würde ich einfach sagen, das ist einfach ganz normal und ich finde es auch gut, dass es diese Funktion gibt. Aber Frontal21 will einem hier echt vermitteln, dass es nicht möglich ist, auszuloggen. Ein solcher Bann gilt anfangs für Stunden. Bei Wiederholungen wird der Spieler für Tage, Wochen oder Monate gesperrt. Manche für immer. Besonders ärgerlich, wenn schon Geld geflossen ist. Denn auch bei League of Legends können Extras wie etwa Schwerter hinzugekauft werden. Schwerter kaufen? Also ich finde das ja schon gut, dass ein bisschen Fantasie bei diesem Bericht mit dabei ist. Und man kann in diesem Spiel Schwerter kaufen. Mit Gold, was im Spiel gefarmt wird. Und ich rede nicht wie bei WoW, dass man das langfristig macht, sondern für die Leute, die es nicht kennen, der Held ist immer auf Level 1 bei jedem Spiel Neustart und man hat, ich weiß gar nicht wie viel Startgold, auf jeden Fall nicht genug. Und im Laufe der Zeit kriegt man für Töten von Monstern und Spielen Gold dazu, wofür man dann wieder Rüstung bekommt. Es ist wie WoW in schnell. Aber mit Geld diese Items zu kaufen, das geht nicht. Ich kann mir Charaktere kaufen, ich kann mir neue Charaktere Kleidung kaufen, dass er anders aussieht. Ich kann mir sonstigen Spürkes kaufen, der nichts mit dem Spiel zu tun hat. Aber ich kann mir keine Items kaufen. Ihr habt es also geschafft, die einzige Sache in diesem Spiel zu finden, die man sich nicht kaufen kann. Martin verbrachte täglich viele Stunden am PC. Inzwischen haben seine Eltern das eingeschränkt. Ich weiß, es gehört nicht zum Bericht, aber nicht mit dieser Hand. Meistens hat mich geärgert, dass dieses Spiel, was für Spieler ab
12 gedacht ist, ab 12 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, die Möglichkeit hat, diese Kinder, muss man ja fast sagen, so unter Druck zu setzen, dass sie gar nicht mehr aus diesem Spiel heraus können. Das geht schon Richtung, du musst und nicht du spielst. Gerade Online-Rollenspieler sind stark suchtgefährdet, hat der Psychologe Florian Rehbein in einer Studie festgestellt. Wenn möglichst viele möglichst lange spielen, nutzt das dem Geschäft. Es geht natürlich um Gewinn, es geht um Zahlen letztlich. Wie viel verkauft man, wie lange hält man die Spieler? Und ich würde auf jeden Fall schon denken, dass einige Hersteller, einige Publisher zumindest gewisse Kollateralschäden in dem Bereich Billigen in Kauf nehmen. Und dann auch in Kauf nehmen, wenn eben ein gewisser Prozentsatz, gerade dieser angeblich so kleine Prozentsatz von Spielern dann eben. Und schon wieder ein Psychologe von KFN. Wer das nicht wusste, die Frau Pfeiffer ist eine... Nee, das ist doof zu sagen. Und schon wieder jemand von KFN. Wir werden noch mehr Berichte von Frontal 21 bringen, wo ein paar von diesen Leuten noch auftauchen werden, wo man sich fast vorstellen könnte, dass die miteinander zu tun haben, aber wer bin ich schon darüber zu urteilen. Aber über die Hauptaussage mal zu gehen, dass mit süchtigen Geld gemacht wird. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es Internetsüchtige gibt. Die gibt es. Ich meine, das ist klar. Aber wie ist das mit Alkohol, Zigaretten oder sogar Lebensmittel? Es gibt Leute, die sind nach Nahrungsmitteln süchtig. Und da muss man eine andere Kontrolle finden, außer sie zu verbieten. Und denk mal über die Tatsache nach, 100% aller Amokläufer trinken Wasser. Verbietet Wasser. Gewinne mit der Sucht. Und noch immer darf sich die Branche selbst kontrollieren. Freiwillig. Freiwillig? Ich meine, die Spielefirma haben ja immer noch die USK, die eine Regel davor setzt. Und ja, man muss kein USK-Zeichen auf sein Spiel machen. Dann wird es direkt indiziert. Ob das so freiwillig ist, na, das müsst ihr selbst entscheiden. Wenn ihr etwas tun dürft oder zensiert wird oder gar nicht. Ihr habt die freie Wahl, es ist ein freies Land. Hört sich doch gut an. Aber das zu behaupten, das riecht halt alles so ein bisschen fishy. Denn Frontal 21 macht da ganz klar Werbung für den KFN, der schon sehr lange versucht, über die Spielefirmen halt eine Kontrolle zu finden, dass es halt rein staatlich ist. Aber das findet die USK wieder nicht so gut. Und ich finde es nicht gut, wenn vom ZDF ausgestrahlte Sendung, die unparteiisch sein sollte, und von unser allen Geld bezahlt wird, so stark Partei ergreift. Ich meine, das werdet ihr auch erst in den nächsten Folgen sehen, dass da noch viel mehr Propaganda mitgemacht wird. Aber denkt mal alle darüber nach, was ich gesagt habe, auch wenn ich da so ein bisschen was ins Lächerliche gezogen habe, ist das ein sehr ernstes Thema. Und ich hoffe, ihr seht uns bei der nächsten Ausgabe. Also bleibt dabei. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Drückt einfach auf den Me Gusta-Button, um uns zu abonnieren. Oder schaut euch unsere letzte Folge von N-Faktor an, wo wir einen mysteriösen Fall des Nerd-Universums auf den Grund gehen. Chef, ich hab die Kurve runtergemalt. Ah, wunderbar. Aber wollen Sie den nicht trinken? Ich mag keinen Kaffee.